Mit dieser YouTube-Kurzfilmreihe stellen wir euch den Biolandhof Breitsameter aus Bayern vor. Der dritte Teil beschäftigt sich mit den herbstlichen Feldarbeiten inklusive der Soja- und Körnermaisernte. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf den Landwirtschaftsbetrieb Bichler, mit dem man auf Basis der Kreislaufwirtschaft kooperiert. In Teil 1 und Teil 2 haben wir euch die Partnerschaft zwischen den Biobetrieben Breitsameter und Bichler südöstlich von Augsburg bereits anhand verschiedener Feldarbeiten beschrieben. Im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, die im Ökobereich kaum ohne den Kleegrasanbau auskommt, werden Nährstoffe über beide Agrarbetriebe bestmöglich verwertet. Das Kleegras wird je nach Aufwuchs mindestens dreimal pro Jahr gemäht. Bei einem späten vierten Schnitt haben wir es geschafft, dem Ernteteam mit der Kamera über die Schultern zu schauen. Johann Bichler kümmert sich meistens um das Schwaden. Er bewirtschaftet den Hof, zu dem auch eine Biogasanlage sowie ein Sägewerk gehören, zusammen mit seinen Söhnen Martin und Hannes. Der Fendt 200 Vario macht seine meisten Stunden als Pflegeschlepper zum Striegeln und Hacken und kommt auch vor diesem 13,50 Meter breiten Schwader zum Einsatz. Die Mäharbeiten haben wir euch im zweiten Teil vorgestellt. Leider wurde der John Deere 7530, der diese Arbeit normalerweise übernimmt, durch einen Brand zerstört. Der vierte Schnitt ist im Kleegras nicht wirklich ertragreich. Bei den drei vorherigen Schnitten ist mit jeweils 10 Tonnen vom Hektar zu kalkulieren. Bei Breitsameters hat Kleegras als Stickstoffsammler in der Fruchtfolge eine essentielle Bedeutung. Eine Verwertung der Silage hat man jedoch nicht und so wird das Kleegras in der zertifizierten Bio-Biogasanlage auf dem Betrieb Bichler verstromt. Der Dünger geht dann in Form von Gärresten wiederum zurück auf die Felder der Familie Breitsameter. Die Gülleverschlauchungsanlage, die hier häufig zur Verwendung kommt, haben wir euch im ersten Teil vorgestellt. Den Feldhäcksler stellt ein Lohnunternehmer, wobei die Abfuhrlogistik das Team von Bichler übernimmt. Unter den Traktoren ist auch ein Fendt 920 Vario, Baujahr 2005. Der Schlepper hat bereits 8000 Stunden auf dem Zähler und wurde im Jahr 2022 gebraucht gekauft. Martin Bichler kümmert sich in der Regel um das Verdichten des Silos. Jedenfalls soweit es das Sägewerk zulässt, für das er die Verantwortung trägt. Zum Biobetrieb Bichler gehören 300 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche mit den Schwerpunkten Körnermais und Getreide. Der Biolandhof Breitsameter bewirtschaftet rund 200 Hektar und tut dies seit mehr als 20 Jahren nach Ökostandards. Mit der Legehennenhaltung hat man zudem einen Betriebsschwerpunkt aufgebaut, in dem man viele der ackerbaulichen Erzeugnisse veredelt. Rund 90% des Hühnerfutters wird auf den eigenen Feldern erzeugt. Sojabohnen spielen dabei als eiweißreiche Futterquelle seit 2 Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Die Ernte wird bei Breitsameters mit dem eigenen Mähdrescher eingefahren. Der John Deere T560 wurde 2021 neu angeschafft, um unabhängig von Lohnunternehmern die Ernte zum bestmöglichen Zeitpunkt durchführen zu können. Darüber hinaus wollte man keinen Mähdrescher auf den Feldern haben, der zwischen den eigenen biologisch geführten und fremden konventionellen Kulturen hin und her wechselt. Junior-Betriebsleiter Kilian sitzt hauptsächlich am Steuer des John Deere. Für einen erfolgreichen Bio-Soja-Anbau steht bei Breitsameters die Sortenauswahl bzw. die Reifegruppe im Mittelpunkt.
Das begründet sich vor allem damit, dass Öko-Soja aufgrund des Unkrautdrucks im Frühjahr später gesät wird und eine lange Vegetationszeit somit kontraproduktiv wäre. Die Hektarerträge liegen hier zwischen 3 und 3,3 Tonnen. Beim Vorsatz hat man sich für ein 7,60 Meter breites Flex-Schneidwerk entschieden. Denn Leguminosen wie Sojabohnen werden tief abgemäht, was nur mit einem flexiblen Messerbalken möglich ist. Der 5-Schüttler-Mähdrescher macht jedes Jahr über alle Kulturen rund 180 Hektar auf eigenen Flächen und noch mal genauso viel im Lohn für benachbarte Biobetriebe. Das Erntegut wird nach dem Drusch bis auf eine Kornfeuchte von 10% getrocknet und dann getoastet, also mit Hitze behandelt, um die Bohnen als Futtermittel nutzbar zu machen. Kilians Vater Johannes übernimmt an diesem Tag mit dem Unimog U1600 das Abfahren des Sojas. Noch einmal zum Betrieb Bichler, bei dem im Herbst auch 40 Hektar Silomais zu häckseln sind. Das Lohnunternehmen Arzberger hat einen 650 PS starken Jaguar 960 für die Ernte geschickt. Angebaut ist ein 12-reihiger Erntevorsatz von Krone. Arzberger ist bereits seit 1978 in der landwirtschaftlichen Lohnarbeit tätig. In den Abtransport des Ernteguts hat sich neben dem bereits vorgestellten 920 Vario nun noch ein weiterer MAN 6-Ender eingeklinkt. Auch dieser Favorit 926 Vario mit Baujahr 1998 gehört zum Fuhrpark des Betriebs Bichler. Der Kult-Fendt hat 9000 Betriebsstunden auf dem Zähler, eine Reifendruckregelanlage verbaut und wurde 2015 gebraucht gekauft. Biogasanlagen sind im ökologischen Landbau eher selten zu finden. Deutschlandweit gibt es nur wenige hundert. Auf dem Betrieb Bichler wurde die Anlage mit einer Leistung von 500 kW im Jahr 2005 gebaut. Beschickt werden die Fermenter mit Pferde- und Rindermist sowie Kleegras und Silomais. Letzterer stammt aus konventionellem Anbau, was zu einem geringen Prozentsatz zugelassen ist. Bei Bichler will man den Silomaisanteil jedoch in der kommenden Saison weitestgehend durch siliertes Maisstroh aus dem eigenen Bio-Körnermaisanbau ersetzen. Dafür wurde bereits in einen Ladewagen investiert. Natürlich wollen wir auch den 1000er MB-Truck in der Runde noch ansprechen. Dieser ist Baujahr 1989, hat 12.000 Betriebsstunden und verfügt über einen nachgerüsteten Turbolader. Wie man an der Pritsche erkennen kann, ist der Truck aber vor allem in die Forstarbeit eingespannt. Dort kommt er mit einer Seilwinde und Rückewagen zum Einsatz. Zurück zum Betrieb Breitsameter und der Winterweizenaussaat. Typischerweise geschieht das Mitte Oktober. Ziel sollte es sein, dass die jungen Pflänzchen im 3- oder gar 5-Blatt-Stadium durch den Winter kommen. Im Gegensatz zum konventionellen Anbau darf die Aussaat also nicht viel später terminiert werden. Der John Deere 6R, den Vater Johannes steuert, hängt hier vor einer 6 Meter breiten, aufgesattelten Lemken Solitär 9. Nach dem Kauf haben Breitsameters der Drillmaschine für eine bessere Bodenschonung breitere Puschen verpasst und dafür sogar eine Sondergenehmigung beantragt. Des Weiteren wurde eine Durchsatzüberwachung an den Seerohren nachgerüstet, da vor allem das Dinkelsaatgut zum Stopfen neigt. Mit dieser schlagkräftigen Kombination wird sämtliches Getreide auf einen Reihenabstand von 12,5 oder 25 cm ausgesät, je nachdem, ob gehackt wird oder nicht. Kürzlich wurde der Zugtraktor auf einen 6R 230 abgegradet
um die Sämaschine auch in hügeligem Gelände konstanter bewegen zu können. Für die Körnermaisernte haben Breitsameters ihren John Deere Mähdrescher mit einem 12-reihigen Geringhoff-Vorsatz ausgerüstet. Der T560 wurde als Hillmaster-Maschine bestellt, was bedeutet, dass Hangneigungen hydraulisch ausgeglichen werden. Die Maispflanzen werden am Vorsatz von zwei Pflückwalzen nach unten gezogen, dabei der Kolben abgestreift und das Stroh zerkleinert. Die Erträge liegen beim Bio-Körnermais zwischen 8 und 9 Tonnen trockene Ware vom Hektar. Ein weiteres Argument für einen eigenen Mähdrescher ist das Thema Bodenschonung, auf die man mit der eigenen Technik besonders Einfluss nehmen kann. Hier fährt man beim Mähdrescher einen niedrigen Reifendruck von nur einem Bar. Für die Getreide- oder Sojaernte reduziert man diesen aufgrund des leichteren Erntevorsatzes sogar auf nur 0,8 Bar. In den letzten Jahren hat man den Reihenabstand von Mais und Soja auf 50 cm vereinheitlicht, um vor allem die Hack- und Pflegearbeiten zu optimieren. Beim Anbau achtet man bei Breitsameters darauf, den Saatzeitpunkt möglichst spät zu legen. In der Regel erst ab Anfang Mai. Neben dem Unkrautdruck ist dabei die ausreichende Bodentemperatur ein wichtiger Faktor. Als Zwischenfrucht baut man über den Winter meistens die Ackerbohne und düngt danach mit Gülle oder Mist. Kilians Schwester Hanna, die eigentlich den Eiervermarktungsbetrieb verantwortet, hilft, wenn nötig, auch in der Außenwirtschaft. In diesem Fall bringt sie das Erntegut zur Trocknung. Auch Körnermais spielt bei der betriebseigenen Futterproduktion für die Legehennen eine wichtige Rolle. Das Erntegut wird zunächst gereinigt und im Anschluss geschrotet, um es dann der Futterration beizumischen. In drei Kurzfilmen haben wir euch Einblicke in den modernen biologischen Landbau auf den zwei kooperierenden Agrarbetrieben Breitsameter und Bichler gegeben. Wir haben euch die Feldarbeiten sowie die dafür notwendigen Arbeitsgeräte vorgestellt und Hintergründe erläutert. Wenn euch diese Kurzfilmreihe gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Likes und Kommentare. Folgt den Agrarbetrieben Bichler und Breitsameter auf Instagram, um mehr über deren Arbeit zu erfahren.